Was kommst du so spät? Das sei irrt, du immer so spät. Na, ich glaube, dass ich eine Zeit gehabt habe, wo ich dem Verein, glaube ich, in meiner Person, mit meiner Arbeit viel geben konnte. Und ich dann auf der anderen Seite auch viel mitbekommen habe, auch viel erreicht habe und viel bekommen habe. Deshalb bin ich da sehr zufrieden damit. Und es ist natürlich schön, wenn man auch ein paar Sachen hat, die man irgendwo in die Vitrine stellen kann oder vorzeigen kann. Und wenn es die Meisterschale oder der Pokal ist, umso schöner. Wie war es heute für dich, vor der Ostkurve zu tanzen? Sensationell. Ich freue mich schon die ganze Zeit drauf, heute hier zu sein, mit den Fans zu feiern, auch wenn jetzt am Ende vielleicht das Spiel nicht die ganz große Feier im Stadion hergegeben hat, aber es war sensationell, was die Fans gemacht haben. Ich freue mich so, hier zu sein. Ich komme ja nicht mehr so oft und deswegen, ich bin jedes Mal happy und heute ganz besonders, weil man auch viele alte Weggefährten treffen. Beeindruckend erstmal, so Atmosphäre wieder zu spüren. Das war wirklich ganz besonders. Da hat Bremen wirklich, sag ich mal, in der Bundesliga schon eine Stellung, so, die schon sehr bedeutend ist. Ja. Was auf dem Platz war, war heute nicht so gut. Ne? Man muss, glaube ich, von Anfang an diese Chancen auch nutzen, die man halt hat. Das ist halt das Entscheidende, wenn so eine Veranstaltung, so ein Jubiläum ist, was natürlich auch sich für die Spieler wahrscheinlich auch so ein bisschen schwieriger, schwer anfühlt, dass man das irgendwie schnell abstreifen kann. Ich glaube, mit dieser einen Chance hätte man das sicherlich tun können und danach war es echt zäh, bis man dann wieder richtig reingekommen ist. Deswegen hätte man sich heute gewünscht, dass einfach mehr aus dieser Situation entsteht, aus dieser Stimmung entsteht. Aber es war nicht einfach heute von Anfang an, das hat man gespürt. Was ist mit diesem SV Werder Bremen noch möglich? Was sagst du zum Einstieg der Investoren? Ja, also ich habe das ja letzte Woche schon ein wenig kommentiert bei euch auch. Ich glaube, es ist eine gute Lösung für den Club. Es ist eine faire Lösung. Regionale Partner war immer das, was wir eigentlich auch schon seit vielen Jahren angestrebt haben. Jetzt ist es gelungen, jetzt hat es gepasst. Und das freut mich erstmal. Ich glaube, dass die Art und Weise, wie diese Verbindung gelebt werden soll, auch die richtige ist. Ich glaube, dass Werder natürlich auch schwere Jahre hinter sich hatte, insbesondere auch wirtschaftlich, durch die Covid-Pandemie. Und insofern ist es sicherlich ein Element, was schon Werder helfen kann, auch wenn es nicht sozusagen, ich habe gesagt, kein Game-Changer ist. Also man darf jetzt oder man sollte an der eigenen Philosophie festhalten. Man sollte nicht glauben, jetzt alles anders machen zu müssen. Und man muss trotzdem auch die Erwartungen natürlich im Griff behalten. Aber ich glaube, das tun auch alle. Woran hat es denn gelegen, dass es die drei Punkte nicht gab, so als Sahnehäubchen? Ich glaube, der Baumann muss mich wirklich einstellen, um den Jungs mal zu zeigen, wo das Tor steht. Ja, vorne, deswegen wollte ich rein, ne? Nee. Also so oft den Pfosten zu treffen, ist schon sensationell. Also wirst du gleich hier auf der Party erstmal zu Frank Baumann gehen? Habe ich schon gesehen. Was bedeutet Werder für dich? Was ist Werder für dich? Nice, zweite Heimat für mich. Jetzt bin ich immer ganz gerne hier. Letztes September habe ich dann mitgespielt beim Spiel in Ostholz-Scharmbeck. 175 Jahre Jubiläum. Jetzt 125 Jahre bei Werder. Also schon schöne Geschichte. Ne? Aber ich habe natürlich bei meiner St. Pauli-Vergangenheit eine hohe Sympathie. Wir waren uns immer von der DNA sehr ähnlich. Und deshalb habe ich mich auch sehr gefreut, heute eingeladen worden zu sein. Und ja, ich denke, das werden nicht die letzten Feiern gewesen sein. Ich war vorher mit unserer Tochter noch in der Stadt, auch im Viertel, habe mir alles angeguckt und das ist einfach Werder Bremen. Ja, die Leute lieben Werder Bremen, das ganze Land liebt Werder Bremen, nicht nur das Land Bremen, auch viele, die eben nicht in Bremen wohnen, das sieht man immer wieder. Die sind alle mit Herzblut dabei, die rennen dahin und feiern den Verein. Das habe ich heute gesehen. Die Schaufenster sind geschmückt, grün-weiß und so. Die Party nach so einem Spiel, doofes Ergebnis, wie geht man damit um dann und was macht man dann hier? Ja, man macht wie immer im Leben das Beste daraus und es gibt sicherlich auch genug Gründe, heute trotzdem gute Gespräche zu führen, vielleicht auch ja, ein, zwei Getränke zu nehmen. Wahnsinnig viel mehr dürfen es bei uns nicht werden. Morgen früh ist Training, wir spielen am Freitag schon wieder in Köln. Aber heute stehen auch mehr, glaube ich, diejenigen im Vordergrund, die vielleicht nicht mehr jeden Tag hier bei Werder sind, sondern die Vergangenheit des Vereins maßgeblich mitgeprägt haben. Ich glaube, für die ist es heute noch
besonderer als für uns. Und ich freue mich einfach, die jetzt hier heute zu sehen und trotz alledem dann einen guten Abend zu verbringen. Wie fanden Sie die Choreo heute im Stadion? Ja, war beeindruckend, sagen wir mal so, habe ich es noch nie irgendwo in einem anderen Stadion gesehen, dass das gesamte Publikum beteiligt war. Wir kennen Kurvenshows und so weiter, aber hier war das gesamte Publikum beteiligt. Heute ein besonderer Tag für Werder Bremen. Stadion, Choreografie, alles super, 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 top, top. Schade, dass Werder heute verliert, 1-2, aber ja, ein bisschen vergessen das Spiel, vergessen ein bisschen Fußball. Jetzt mit den Leuten ein bisschen Party für Werder Bremen, 125 Jahre, ein großes Jubiläum hier. Und ja, muss ein bisschen Party gleich. Ja, machst du richtig am Tisch tanzen oder was können wir von dir erwarten? Hey, jetzt Brasilien, Ayrton immer Tanz. Ohne Tanz, das ist nicht Ayrton. Warte noch. Jetzt sag mal, was bedeutet euch Werder Bremen? Boah, es ist schwer in Worte zu fassen, weil es einfach eine prägende Zeit im Leben war. Ich bin hier ein bisschen erwachsen geworden zumindest, auf und außerhalb des Platzes, erste Bundesligaspiele, Freundschaften außerhalb des Platzes, Frau hier kennengelernt, also so viele Sachen, die ich mit Bremen verbinde, aber auch mit Werder und deswegen immer was Besonderes, die grün-weißen Farben zu sehen und auch hier zu sein. Die Kinder hat hier geboren, ne? Vor allem mein Sohn und meine ältere Tochter. Und ja, es ist immer schön, wieder hier zurückkehren. Und ich habe nur schöne Erinnerungen daran. Welcome back to Bremen. What does it mean to you to be back here? Only great memories. So for me it's a pleasure to be back here and have this be more close for the people after more than 10 years. Everything what I remember about Bremen is fantastic. What are your best memories? Is it to stand on the balcony and celebrate with the fans, or what is it? What comes through your mind when you hear about Werder? Mine is when I'm on the field and I just feel the atmosphere. Every fans are very happy, and also the team play like for music now. So that's what I remember: the assists, the goals, the trophies. It's many, many great memories. Du, Claudio und Diego, ihr habt ja in der Zeit bei Bremen nicht nur Fußball gespielt, auch ein bisschen gefeiert. Macht ihr das heute auch? Ja, es ist immer schön, ne? Vor allem in diese 7 Jahre, dass ich hier war, dass wir auf dem Platz auch eine gute Leistung und wenn die Möglichkeit, dass wir feiern zusammen, wir haben auch gut gefeiert und heute, wie ich gesagt habe, die Stimmung wird auch gut, aber ich muss auch aufpassen, weil meine Frau ist nicht dabei und ja, ich trinke nicht so viel, ich trinke mehr Wasser heute. 125 Jahre, es ist eine Zahl, das kann oder muss man feiern. Jetzt kannst du es doch mal erzählen, was habt ihr denn früher so getrieben, wenn man kein Fußball war, ihr beiden so? Was meinst du? Vielleicht mal so nachts, abends? Ja, wir haben immer gute Zeiten früher. Wenn wir gewonnen haben, natürlich haben wir ein bisschen gefahren, es war ganz normal und wir haben immer viel Spaß auf dem Platz und außen Platz auch. Was bedeutet dir Werder Bremen? Was ist das? Vor allem, wenn man sieht, was da heute so passiert. Ich habe immer gesagt, das ist mein zweites Zuhause. Ich fühle mich ganz besonders hier. Meine Familie kommt sehr oft hier. Mein großer Sohn ist ein großer Werder-Fan. Der Kleine ist Bayern-Fan. Aber es ist immer gut, hier zu sein, alte Freunde wieder zu treffen und natürlich bei Werder zu sein. Jetzt haben Sie noch so eine Geschichte von früher, die Sie uns erzählen können, die man jetzt so erzählen darf? Ja, also Diego, das Einzige ist, wir sind damals nach Porto geflogen, um den da abzukaufen. Der saß ja da auf der Bank. Ja. Und er hatte keinen Agenten, er hat immer nur mit seinem Vater verhandelt. Und der Vater, das war ein Kerl, also nicht unsympathisch, aber ein knochenharter Typ, eigentlich schlimmer als jeder andere Agent. Und es gab aber nicht unbedingt was Witziges zu erzählen. Das Einzige, dass er mit Sarah Connors gefilmt wurde oder fotografiert wurde, als er in Papagallo reinging und mich fragte, wie könnt ihr das wissen, dass ich mit der da reingehe? Dann habe ich mir gesagt, weil die vorher der Anruf, dass sie mit dir kommt. Und die will jetzt wieder mit mir ausgehen nächste Woche. Da habe ich gesagt, da musst du sagen, jawohl, wir gehen jetzt Papagallo und wenn du die in Wildeshausen abholst, dann sagst du mitten auf dem Weg, ich habe eine ganz tolle Kneipe in Hamburg und die nehmen wir heute. Da wurde die leichenblass, als er das im Auto sagte. Und kurz vor Sitten sagte sie, muss ganz dringend auf die Toilette. Hat dann
offenbar telefoniert und sitzen am, als sie in Hamburg in der Kneipe ankamen, war wieder der Fotograf da. Wenn man da auf dem Platz steht und sieht diese Choreo, was hast du gedacht? Ja, also es hat ja schon, ging ja beim Warm-up los. Also ich muss sagen, ich hatte schon ein paar Mal Gänsehaut beim Einlaufen, aber heute war wirklich, wenn man das so sieht, wie das ganze Stadion, was da gemacht worden ist, das war unglaublich. Und diese ganzen Legenden, die dann da sind, was macht das mit so einem Spieler? Ja, die haben wir jetzt wieder nicht so mitbekommen, um ehrlich zu sein, da ist man ja auch irgendwie im Fokus und im Tunnel, aber ja, ist natürlich ja, was Besonderes, auch jetzt hier hoffentlich ein paar von denen zu sehen, mit ein paar zu sprechen, ist was Cooles, ja. Bist du jemand, der dann so zu Diego hingeht oder vielleicht zum anderen, den man sonst noch nicht so oft gesehen hat, den man nicht so gut kennt, und sagt, Mensch, ich bin der etc., erzähl mal, wie geht's dir? Ja, ich hoffe, ich muss mich nicht vorstellen, aber... Nein, klar, wenn es dazu kommt, ein paar Gespräche hier zu führen, ist natürlich, nimmt man sowas mit, weil ich glaube, wir kommen auch fast nie dazu, die Jungs von früher auch mal irgendwie in Persona zu sehen, um mit denen reden zu können. Deswegen, ja, mal schauen. Also hast du jemanden, wo du gerne hingehen willst? Ja, es gibt ein paar Spieler von früher, mit denen man sich schon mal austauschen würde. Ich weiß nicht, irgendwie, wenn Per Mertesacker mal Zeit hat, dann würde ich gerne mit dem mal quatschen. Der, ja, ist für mich schon auch jemand, ja, wo man schon aufguckt, muss man sagen. Ich bin guten Mutes. Ich meine, Sie müssen schnellstens sehen, dass Sie die Punkte wiederholen in Köln. Das ist meine persönliche Meinung. Aber was jetzt in den letzten Tagen gemacht worden ist, da ist Werder auf einem guten Weg. Man konnte heute sogar schon sehen, dass der junge Mann hinten aus der Außenbahn, der plötzlich eingewechselt worden, Malidini. Malatini, ja. Ja. Ich glaube, dass ein guter Transfer ist. Hat eine gute Schnelligkeit. Geht auch zweikampfmäßig gut zur Sache. At least you can say something to the Werder fans, for sure there was something to hear about you, maybe in this camera. I have just have to say that I love you. Thanks for everything. It's a pleasure to be here and to remember all the great memories we have together. Thank you.